Na, wenn wir jetzt nichts mehr annehmen, beziehungsweise keine Quests mehr finden, könnten wir jetzt so langsam Breland. So langsam. Ist die Frage, was von Bingo noch alles kommt. Wir fürchten, dass wir noch 30 Mal zurückrennen dürfen. Weil ihm schon wieder irgendwas eingefallen ist, was wir vergessen haben. Landbüttel. Seid gegrüßt. Okay. Sehr schön. Also, nach Balkfurt. In Balkfurt waren wir noch gar nicht. Ist also wesentlich wieder was Neues. So. Verkaufe ich wieder ein bisschen was. So ein Dreckshaufen. Jom aus Michelwinge. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Oder gute Nacht, besser gesagt. Das ist ja schon. Herzlich willkommen hier. Kaufe jetzt plötzlich Sachen. Kann ich die Zweige gebrauchen? Ja, Kochrezept. Bin aber noch nicht zu weit, oder? Nee. Noch nicht. Sehr gerne, sehr gerne. Für so später Stunde sind ja auch nicht mehr viel unterwegs. Aber wir sind hier eh alle ganz nett. Mach's dir bequem in Katzenkörbchen. Nicht wundern, wir haben hier sehr viel Katzen. Ich hoffe, du hattest auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Wir sind, denke ich, alle. Ich mag Katzen. Ja, dann bist du hier goldrichtig. Also, hier sind alle Katzen und die Papa gern gesehen. Ich habe noch Urlaub. Oh, Urlaub ist geil. Zu Hause Urlaub oder unterwegs? Ich gehe mal von zu Hause aus, aber zu Hause kann ja auch schön sein. Da seid ihr ja. Und ihr aber deinem Namen nach zu urteilen, spielst du wahrscheinlich auch Herr der Ringe online, ne? Wenn ich das so mal deuten darf. Ja, spiele ich auch. Hab ich mir fast gedacht. Da seid ihr ja. Und ihr habt den Beutel bei euch, den ich liegen gelassen habe. Habt vielen Dank. Was, wisst ihr, warum dieser Beutel so wichtig für mich ist? Darin sind meine Pergamente, meine Feder und mehrere Tintenfässchen. Ich habe vor, über meine Reise zu schreiben und unterwegs eine Chronik der Ereignisse zu erstellen. Ich möchte meine Abenteuer aufzeichnen, damit ich es niemals vergesse. Ich dachte, es würde mir leicht fallen, mein Zuhause zu verlassen. Zumindest habe ich euch das gesagt, als wir Michelwinge verließen, oder? Doch irgendwas scheint mich zurückzuhalten. Erst vergesse ich meinen Spazierstock, dann habe ich plötzlich Angst vor Kröten, dann bemerke ich, dass ich meinen Beutel mit meinen Schreibutensilien liegen gelassen habe. Wie der junge Willibald hier mit dem Leck in seinem Boot, finde ich es schwieriger zu gehen, als ich gedacht hätte. Aber ich werde nicht aufgeben. Solange ich euch bei mir habe, um mir Mut zu machen, die Reise erwartet uns. Unsere Reise geht weiter. Hauptsächlich auf Spielerei. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe zwar auch noch einen privaten Nebenschar auf Kuwait hier, mit dem ich halt die Klasse, die wir gerade spielen, getestet habe. Aber wir spielen auf billiger. Hybrid und Mappa jetzt übrigens auch. Wir haben heute
quasi angefangen. Also wir sind hier eine ganze illegale Truppe. Eine kleine Truppe, aber eine Truppe. Ich weiß nicht, haben halt auch viele gespielt, die ich so kenne oder halt kannte von früher. Und ich hatte halt noch so Punkte, also diese Mithrin-Münzen hatte ich halt noch, womit ich mir halt direkt zu Anfang das Reiten kaufen konnte. Und ja. Wenn ich direkt von Anfang an reiten kann, ja, dann mache ich das. Dann nehme ich lieber meine Punkte, die ich da schon habe, als auf dem anderen Survival neu anzufangen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, komm, machst du auf Belega. Ja, passt. Hast du noch deine Münzen? Dann kannst du die Story soweit durchmachen. Weil wenn ich schon ein Pferd habe, dann will ich ja auch reiten, ne? Unsere Reise geht weiter, meine abenteuerlustige Freunde. Die Brandyweinbrücke ist nicht weit und dahinter befindet sich Bockland. Ich war erst ein paar Mal auf der anderen Seite der Brücke, um meine Base Priska und ihre Familie zu besuchen. Vielleicht können wir ja einen kurzen Zwischenstopp bei ihr einlegen, bevor wir weiter nach Osten reisen. Aber eins nach dem anderen. Gehen wir erst einmal zur Brücke und genießen die Aussicht. Juhu. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Ach, hier soll... Ach, okay, jetzt müssen wir da einmal komplett nach hinten. Gucke ich an, ob wir hier noch leuchtende Quests haben. Ansonsten... Oh, scheiße, ja. Hallo, Bingo Bulger. Darf ich euch einen Moment eurer Wenn Zeit ich mit Ernte fliegen, es war so klar. Das war so klar. Hier haben wir auch noch ihr was. Da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, dürftet ihr. Wenn ihr das unbedingt möchtet. Schweinchen. Natürlich Schweinchen. Jetzt gibt es hier viele Quests. Bitte wartet eine Minute. Wir machen halt gerade auch nur die Quests, die halt so leuchten. Dann die Hauptquests natürlich. Und die Quests von Bingo Buffen. Nee, Briefträger will ich gerade nicht machen. Briefträger mache ich wenn anders. Da ist es nicht dunkel. Nee. Oh, bitte. Hört mich doch wenigstens an. So, das heißt, wir haben jetzt wieder neue Aufträge. Irgendwo hier hinten. Sucht nachts nach den schwarzen Reitern. Ach ja. Das Ding mit den schwarzen Reitern. Ja. Dann müssen wir warten, bis es dunkel ist. Ja, stimmt. Vergaß. Hier gab es ja diese wunderbare... Diese wunderbare Quest. Wobei sie ganz cool ist. Magst halt nur nicht auf gewisse Tageszeiten zu warten. Gut, dann nehme ich die Prolog und die Bre-Quest einmal raus, pack die beiden rein. Dann gehen wir Ernte fliegen. Frühlingshügel brauche ich gerade nicht. Ernte fliegen. Bestiarium, ja, gute Tat mache ich jetzt aber gerade nicht, ne? Das habe ich heute den ganzen Abzug gemacht, bis hier diese Bestien da zu töten. Dingertaten. Mal dann in einer ruhigen Minute mal. Bei dem Wolf kann ich trotzdem noch mal mitnehmen. Wie viele habe ich? 31. Süß. Wirklich süß. Komm mit. Mit ist reicher Toten. Haben das Spitzenmäuse. Ich brauche Bernd fliegen, Leute. Nur Ernte fliegen. Ich bin noch im Bereich der Ernte fliegen. Ja. Auf dem oder auf dem? Also links oder geradeaus? Ich sehe da auf jeden Fall das Ende fliegen. War hier halt lange nicht mehr. Der mit den drei Dingern. Okay, also der hier. Der linke.
Auch noch eine. Hiermit danke. Ich hätte jetzt wahrscheinlich erstmal auf dem hier gesucht, bevor ich da darüber gegangen wäre. Weil hier war ich halt echt schon lange nicht mehr. Die Erid Luin kenne ich für meine Westentasche. Aber das Auenland, ja, das schwankt schon so ein bisschen. Breland ist noch ein bisschen schwieriger. Oh, hallo Erntefliege. Und alles danach kenne ich sowieso nicht. Also Max Level hatte ich mal irgendwas zwischen 30 und 36, glaube ich. Das war das Höchste, was ich bisher hatte. Also nicht hoch. Ich kenne das auch nicht am besten. Ich gehe mal von aus, du spielst Hobbit. Oder bist du einfach nur mit einer anderen Klasse Vieh im Auenland gewesen? Der Rasse war's. Hulk. Ja, Hobbit, okay. Und welche Klasse spielst du, wenn ich fragen darf? Ich finde das halt immer so interessant, wer welche Klasse spielt. Ich habe hier. Mappa und Hybrid habe ich heute auch schon ausgefragt. Eine Badin. Ah, 130. Oh, da träume ich noch von. Ja, den Baden hat die auch mal angetestet. Weil mit dem Baden kam ich noch nicht ganz so klar. Muss ich mal in einer ruhigen Minute machen. Ich habe mich jetzt sehr mit dem Rudenbewahrer angefreundet. So. Ja, wie gesagt, die Bezwingertat mache ich jetzt zweimal. Da habe ich dann 20. Nee. Nee, wirklich nicht. Muss ich einfach nur die Quest schnell machen. Ja. So. Wir haben nämlich heute schon drei Bezwinger. Ne, vier Bezwingertaten gemacht. Eine heute Morgen noch in den Erid Luin. Ich habe heute ausgedient. Das Gesicht und läuft ja auch eine Katze. Ja! Die Katze, also wer. Follower ist, der kann sich dann quasi so eine Katze aussuchen oder kriegt automatisch eine Katze zugewiesen, die man dann auch im Nachhinein ändern kann. Und ja, dann läuft man da unten im Bildschirm rum. Und wenn man springt, wenn dann so ein Stern kommt, dann kann man Punkte sammeln. Quasi. Um später Bomben zu werfen und so weiter. Erwischt. Junge aus Michelwinge, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich hoffe, das war jetzt nicht nur wegen der Katze. Nein, vielen, vielen lieben Dank. Freut mich. Freut mich. Nein, das war jetzt auch nur ein Spaß. Also bitte nicht ernst meinen. Und unser Humor ist, ich sage mal, etwas sehr speziell. Vor allem, wenn so zwei, drei andere noch mit im Chat dabei sind. Ja, also hier findest du kein Niveau. Unser Niveau ist fortgelaufen, schon vor langer, langer Zeit. Also, wir sind die niveaulosen Sampfoten. Die niveaulosen Katzen. Ja, du hast deine Seele verkauft. Wir haben dich wohl wahrscheinlich nicht vorgewarnt. Sonst laufen uns ja die Kunden davon. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Wir müssen ja unsere Katzen nicht irgendwie bezahlen. Und was muss hier. Achso, ja, nachts auf dem schwarzen Reiter. Das brauche ich jetzt noch nicht machen. Tralla, tralla, tralla. Hui. Hui.
So. Und irgendwo hier. Das ist Kupfer. Kupfer nehmen wir einfach mal mit. Und nördlich von Wilmerburgers Haus. Aha. Mhm. Was? Bin ich blind? Sehe ich was, was? Vor der Hecke? Wie weit ist der Hecke? Ah! Okay. Das hätte ich nie gefunden. Ja, Mappa, du kannst Hybrid tatsächlich adoptieren. Aber ich möchte auch adoptiert werden. Mappa. Als Katzenmama, ne? Möchte ich auch adoptiert werden. Also du als, ne? Ich hab ja noch so einen Arzttermin. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Darf ich euch also wenn Hybrid nicht möchte, ne? Ich finde Tagebuchseiten. Ihr seid lustig. Wenn du adoptieren klickst, dann adoptierst du tatsächlich Hybrid. Du musst allerdings... Warte mal. Wie ging das nochmal? Biografie. Ich glaube, du musst hier dann die Generation ändern. Und dann kannst du die Person als Kind adoptieren. Du darfst zwei Kinder haben. Mappa. 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 Mappa? Ich will auch. Ich meine ja nur. Ne? So. Du musst halt, wie gesagt, nur die Generation ändern. Weil ihr könnt ja nicht in der gleichen Generation sein. Aber... Ich will auch. Also ich ändere meins mal ganz kurz wieder auf 10. Generation 10. Kupfer. Hi. Ich brauche ich. So. Wo sind die Tagebuchseiten? Jetzt bist du mein Papa, wo ist meine Mama? Ein Papa kann auch Mama sein. Du denkst dir einfach nur, dass Mappa Mama ist. Hilfe. Wo sind diese scheiß Tagebuchseiten? Wer hat die Tagebuchseiten geklaut? Bin ich noch im Gebiet? Gott, das ruht mich ja dumm und dämlich. Ich bin hier die Oma, bin schon über 50. Ach was. Man ist, wie ich immer sage, man ist so jung, wie man sich fühlt. Oder so alt, wie man sich fühlt, nicht so jung.
Also Hybrid ist Hybrid ist ein Küken. Dann bin ich 25. Ja, 25 bin ich tatsächlich, ne? Wobei ich fühle mich nicht wie 25. Wo ist dieses scheiß Tagebuch? Das geht auf die andere Seite des Flusses. Du hast die Anfrage doch abgelehnt. Ah. Oh Mann. Ich möchte auch. Ich bin Vater geworden. Ich möchte nur mal dazu sagen, ich bin immer noch elternteillos. Ich finde diese scheiß Tagebuchseiten nicht. Meine Sturzgeburt. Toll. Ja, ja, die Wölfe. Das ist alles gut. Die zerfleischen mich höchstens. Oder meinst du, ich soll die Wölfe töten und dadurch die Tagebuchseiten kriegen? Ah, okay. Okay. Danke. Ich habe eine männliche Schar. Das weiß ich. Im zweiten Kinderplatz fällt die Tierfrei. Oh, danke. Und dir natürlich auch danke für den Tipp. Ich hätte jetzt, wäre jetzt lieber drauf gekommen, dass ich Würfel töten muss. Gott, ist das lange her. Ist das lange her, ey. Die zwei Höfe fehlen noch. Und Sehenswürdigkeiten. Wo ist denn die große Weide? Okay, dann bekomme ich dich jetzt wirklich als Schwester. Ja! Wir sind dann endlich Geschwisterchen. Das ist toll. Jetzt bin ich glücklich. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich damals, als ich klein war, tatsächlich lieber einen Bruder als eine Schwester haben. Jetzt, 20 Jahre später, habe ich eine Schwester. Mein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Naja. Du meine Güte. Toll. Nochmal Würfel besiegen. Kannst mich mal. Mach ich später. Erstmal abgeben. Katze. Los. Weißt du, man ist so kurz vom Breland und da muss man trotzdem so scheiße hier leben. Kann es jetzt mal bitte Nacht werden? Jetzt hast du einen kleinen Bruder, der nur 3 Jahre jünger ist wie du. Oh, das passt. Ich wollte immer einen kleinen Bruder. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Bleib doch und nehmt etwas Tee. Wie viele Quests muss ich noch dafür machen? Dann kriegen wir das wenigstens voll, ne? 34 von 40. Kriegen wir locker voll. Da unten ist wieder das mit den Reitern. Gut, also Wölfe töten. Darüber? Darüber? Ah, wann wird es endlich Nacht? Wir haben keine Sprecht mit Bürgermeister Gustav. Da hinten ist noch was. Da sind die Reitern. Schwarze Reiter. Sind die Wölfe? Ach ja, das. Ah, okay, das ist das mit dem nach Bree. Okay. Ja, dann ist es ja nicht mehr so viel.
nochmal, Wulfie. Ja, cool, wenn man sich so einen Wolf einfach mal zähmen könnte. Das wäre geil. Stufe 17. Ich habe da einen neuen Platz für. Das ist gut. Habe ich da noch was, was da machen kann? Nee. Warte ich erstmal noch. Hier. Machen wir das einmal. Ja. Dann wir hier. Gibt's doch. Echt? Warum weiß ich davon nichts? Ich weiß, dass man bei einem... Aber das sind halt keine Tiere. Das war halt so ein menschlicher Begleiter. Ist schon fast 1 Uhr. Muss jetzt aber ganz schnell Buh machen. Danke euch für die tolle Unterhaltung. Freue mich aufs nächste Mal. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Mappa. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du mal wieder so lange dabei warst. Hat wieder mega Spaß mit dir gemacht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Träum was Schönes. War wieder toll mit dir, Mama. Mama kann ich noch nicht sagen, ich bin noch nicht adoptiert. Ich bin im Geist adoptiert. Im Geiste bin ich schon adoptiert. Nee, ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich mach noch ein bisschen. Da ich morgen frei habe, kann ich das ruhig machen. Also ich mache nicht wieder bis 3. Aber so eine... Jo, eine halbe Stunde. Halbe Stunde, Stunde. Mach ich bestimmt noch. Spricht ja so an sich gerade nichts gegen. So, jetzt habe ich hier gleich 3 Wölfe angelockt. Ja gut, wir brauchen eh noch den... Witzfinger Tatwolf. Nee, dich will ich nicht. Ich hab zwar keine Angst vor dir, aber die will ich trotzdem nicht. Weiter nehme ich noch mit. Bei den Festen gibt es immer schöne Tierwegbegleiter. Sind die Feste immer oder nur zu gewissen Zeiten? Also nur zu gewissen Momenten. Ich habe noch nie an so einem Fest teilgenommen. Meistens, wenn ich da war, gab es sowas gerade nicht. Ich spiele jetzt ja seit gestern wieder. Ich habe gestern erst mit angefangen wieder. Oh, bitte! Du meine Güte, könnte mir behilflich sein. Das nächste ist das Herbstfest. Ah, okay. Ich gehe mal von aus, dass wir dann wieder angekündigt oder so. Ja, gestern haben wir nämlich gestartet hier mit dem Char. Und ja. Mal sehen.
Bis Endwalker, also FF14 Endwalker, ziehen wir das ganze Ding auf jeden Fall erstmal durch. Sobald wir kommen. Und danach wahrscheinlich erstmal ab und an. Und sobald Endwalker wieder durch ist, liegt Fokus wieder auf Herr der Ringe. 13.10. bis 3.11. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Da habe ich sogar Zeit. Jede Menge. Du meine Güte! Ja, du meine Güte. Dann einmal nach da hinten. Da noch, okay. Ich helfe dir da gern. Das wäre nett. Ich habe, wie gesagt, noch nie so ein Fest mitgemacht. Deswegen ein paar Erklärungen wären da bestimmt ganz hilfreich. Weil, wenn es darum geht, Mounts, Pets, Zierwerk zu kriegen, ja, da bin ich die Erste, die irgendwo mitmacht. Da kannst du Hybrid fragen oder eigentlich den kompletten Chat von mir fragen. Ich bin eigentlich immer da, wenn es irgendwo um Mounts, Kostüme, also Zierwerk und Pets geht. Da komme ich nicht drum rum. Das ist eine Sucht von mir. Bin ich zu weit? Nee. Muss noch ein bisschen. Ein bisschen muss ich noch. Von mir auch. Gut, dann bin ich da wesentlich alleine. Weil in Final Fantasy XIV mein, ich sag jetzt einfach mal Haupt-MMO, da kannst du, wie gesagt, hier im Chat eigentlich jeden fragen, da bin ich krank. Was ich da alles sammeln und haben und ne, farben möchte, das ist nicht mehr normal. Tu es nicht, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, aber davon heute nur Albträume. Ich spiele nur Herr der Ringe. Also nur als MMO oder allgemein von Videospielen nur Herr der Ringe, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich nur MMO spielen. Okay. Jo, reicht ja auch. Hast ja mehr als genug Content hier drin. Würde ich zumindest mal behaupten. Also ich glaube, ich spiele viel zu viel. Also hier auf dem Kanal wirst du von allem etwas sehen. Wir spielen unter anderem halt, also ich weiß nicht, ob dir die Titel was sagen, aber zum Beispiel halt Spiele wie Fallout. So ältere Spiele zum Beispiel. Oder jetzt, was gerade rausgekommen ist vor ein paar Monaten, heißt Tales of Arise oder halt andere MMOs. Ganz viel Final Fantasy. Also von allem so ein bisschen. Von allem etwas. Ich habe hier auch mal einen Jump'n'Runs versucht. Bin kläglich gescheitert. Wobei werde ich vielleicht irgendwann mal wieder mit anfangen. Mal schauen. Also hier gibt es, wie gesagt, von allem etwas. Nicht nur Herr der Ringe, sondern halt auch ein paar andere Sachen. Aber zurzeit wirklich wieder eher Herr der Ringe. Ist zurzeit eine Sucht. Allein, weil mir mein Charakter mal mega gut gefällt. Ausnahmsweise mal. Ich habe sehr viele Schars. Ich auch. Aber ich habe jetzt wenigstens meinen gefunden, mit dem ich hauptsächlich spielen möchte. Bin auch sehr zufrieden. Dann muss ich hier rum, ne? Ja. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Stechgensterblätter, natürlich. Huch. Wie viele haben wir jetzt? Nee, hier. 4 Stück brauchen wir noch. Sich Junge mal einloggen. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Wenn das für dich jetzt nicht zu umständlich ist. Wie gesagt, ein bisschen machen wir ja noch. Ich lungere hier eh in der Gegend rum. 4 Quests machen wir ja noch. Danach habe ich zumindest die Tat da durch. Dann wasch das. Ich kann das Online doch verlassen. Was soll ich suchen?
Vielleicht gibt's da Blätter. Stechginsterblätter. 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 Da. Gut. Eins haben wir schon mal. Geht fix. Alles gut. Ach komm schon. Ja, hast du mich so schnell gesehen? Gib mir in Ruhe. Nee, ich will nicht.